Hallo ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Ostwind, das Spiel. Am heutigen Freitag, wir werden Ostwind mal die Hufe auskratzen und spiegeln. Halt, da wollt ihr jetzt gar nicht hin. Als allererstes machen. Dann wird es einfach als allererstes machen, bevor wir uns weiter um die Aufgaben kümmern. Mal gucken, ob sie wieder meckert mit uns. Oder ob wir es diesmal gut machen. Pass doch auf, nein. Der Strahl ist voll empfindlich. Wir schaffen es nicht ohne. Aber wer hätte das auch gedacht? Entschuldigung, Ostwind. So. Da haben wir es aber geschafft. So. Pass auf den Strahl auf, Mika. Okay. Da sogar zweimal. Ja, Tinker. Deine Hufe sind wieder tipptopp, Ostwind. So, und jetzt so schnell striegeln. Nehmen wir hier mal schon mal die Speichelbürste. Ja, nochmal. Jetzt sieht man dein Fell wieder. Aber so nicht ganz, hier unten noch ein bisschen. Aber striegeln habe ich mal geschafft, ohne Ärger zu bekommen. Glaub's ja nicht. Na los, ihr zwei. Ihr bessert uns. Euch in neue Abenteuer. Ja, Tinker, das machen wir. So, und jetzt haben wir die Aufgabe bei Herrn Kahn. Dann machen wir die mal. Mika, nach dir habe ich gesucht. Hey, Meister, was gibt's denn? Oh, nichts Besonderes. Ich will nur sicherstellen, dass Ostwind und du für euren Showritt in Topform seid. Sie scherzen wohl. Wir sind doch immer fit wie ein Turnschuh. Nun ja, dann sollte meine kleine Teststrecke ja kein Problem für euch sein. Schnickschnack. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie die Show. Komm, Ostwind. Nicht schlecht angeben, ne? Langstreckenritt. Na los, Mika. Das ist der mit Abstand längste Kurs, den ich hier abgesteckt habe. Zeigt mir, dass ihr beide nicht eingerostet seid. Ja, aber schaffen wir schon. Ist doch für Mika und Ostwin kein Problem. 134! Ganz schön lange Strecke. Aber ganz schön lange. Ah, da muss man rüberspringen. So. Okay. Entschuldige, zu spät gedrückt.
Hier lang? Hey. Halt. Weiter so, Ostwind. Hier lang? Da ist ein Flugzeug bei uns. Da war wieder so ein komischer Lecker, aber es liegt nicht am Spiel, sondern mein PC hat gerade so komisch. Hoppala. Gerüttelt. Aber eine richtig lange Strecke. Aber hat er ja gesagt, Langstreckenritt. Kann man sich auch denken. Ui, was ist denn das? Das wäre ganz langsam. Okay. Achtundvierzig, gleich 50. Jetzt haben wir 50 schon mal. 51, 52. Über die Brücke. Aus uns Ausdauer ist erschöpft. Ja. Eben nicht darauf geachtet, rechtzeitig zu bremsen. Ist nur normaler. Aber gut. Da? Siebzig haben wir schon. Wegpunkte. Oh. Dann einmal dort lang. Schneller, Ostwind. Ja, Mika, hetz doch nicht so.
hier lang. Immer freut. So. Jetzt noch ein bisschen wild. Ja. 107 haben wir. Hier ist der Flughafen. Entlang. Hast den Sprung verpasst? Hoppala. Nein. Hier habe ich den Sprung verpasst. Entlang. Sind hier wirklich viele Hindernisse. Ausdauer. Ja. Warte nochmal. Und da ist, sind wir schon. Oh ja, meine Bedenken waren wohl völlig unbegründet. Ihr seid so schnell, flink und ausdauernd wie eh und je. Was haben Sie denn gedacht? Und Oswald hat Level 7 erreicht. Denn auf Geschwindigkeit habe da komplette 5. Wenn wir kurz den Stall ausmisten und dann gucken wir uns nochmal die Fotoaufgabe an. Können wir uns ja auch nochmal kurz angucken. So, zack. Zack. Da.
Mika, doch nicht da. Doch, warum nicht? Es gibt nichts. Hübsch und sauber. Wo Tink kenne ich, der ihren Senf dazu gibt. So, dann gucken wir uns mal die Fotoaufgabe an. Die felsigen Wälder im Norden beheimaten einige Falken. Sie sitzen gerne auf Felsen und beobachten die Umgebung. Fotografiere einen Falken. Okay, wo sind die? Felsen. Okay. In der Nähe der Felsen. Die müsste bei den Ruinen sein oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Aber wo sind Felsen? Mal gucken, ob wir finden. Ansonsten suchen wir da morgen weiter. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Folge schaffen. Dahin. Weil bei den Hügeln oder bei den Ruinen sind ja nur Felsen eigentlich, oder? Ist ja alles täuscht? Okay, richtig? Ja, so einigermaßen. Ja, in der Richtung. Wir müssen auf der Karte unten achten, da ist ja denn so gelb eingekreist. So, jetzt sind wir bei den Hügeln. Er hat ja gesagt Felsen. Ja, hier eigentlich überall. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier sehe ich jetzt im Moment erstmal nichts. Okay. Hier sind ja immer so Felsen bei den Ruinen und sowas. Deswegen habe ich gedacht, in dieser Richtung. Aber ich weiß nicht, ob wir da vielleicht komplett falsch sind. Oder? Aber ich habe schon mal gehört, dass die schwerer zu finden sein sollen, die Falken. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei den Ruinen. Und hier sind ja eigentlich überall Felsen.
und sowas in der Art. Hier waren die Luftballons, die wir fotografieren sollten. Gut, sonst müssen wir dann an der Aufgabe nächste Folge weitermachen am Montag. Aber ich habe gedacht, da auf der Karte, da kommt so ein gelber Punkt. Ja, schaffen wir doch noch, machen wir doch noch die Folge zu Ende. Wo sind die Falken denn? Ja, auf jeden Fall noch nicht, weil... Gehen wir hier rüber. So. Gar keine Falken. Hier kann man nicht lang, ne? Wartet mal. Ach hier, okay. Ich sehe zwar keine, aber es klappt hier. Sehr schön. Besser als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, Mika. Du kannst dir deine Bilder jederzeit in deinem Fotobuch ansehen. Okay. Ich habe noch eine Aufgabe bei Maria, aber die machen wir in der nächsten Folge. Das war's für heute. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Montag. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Tschüss.